Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich denke mal, ihr habt es ja gestern schon alle mitbekommen. Gestern kamen die Patch Notes raus und heute ist das Update auch live auf dem Testserver. Für die Serverwartung, die 2 Stunden geht, haben wir 1800 Diamanten bekommen. Ist auf jeden Fall eine Menge. Ich hoffe, dass das dann auf unseren Live-Servern genauso viel sein wird. Ich würde aber sagen, wir fangen jetzt mal direkt an und fangen direkt bei dem neuen Helden an, und zwar Hoodkin. Und ich muss auf jeden Fall sagen, er sieht echt mega geil aus. Ich finde, er passt sehr, sehr gut zu den Grabesprosshelden. Ich zeige euch jetzt nochmal hier seine ganzen Ultis. Leider steht das Ganze hier auf Englisch. Ich bin jetzt nicht der Beste in Englisch, deswegen werde ich euch das Ganze hier einblenden. Ihr könnt dann die Videos pausieren. Eventuell finde ich auch noch eine deutsche Übersetzung, dann poste ich euch das dann über das Bild kurz. Hier haben wir seine 3. Fähigkeit, dann haben wir hier nochmal seine 4. Fähigkeit, und falls ich dazu auch noch Bilder im Internet haben sollte, haben wir dann auf jeden Fall hier sein Charakter-Item mit plus 10, plus 20 und plus 30, und dann nochmal hier seine exklusiven Möbel mit 3 von 3 roten Möbeln, und mit 9 von 9 roten Möbeln bekommt man dann ja nochmal einen Bonus dazu. Wir sehen auf jeden Fall, dass es ein Tankheld ist, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie er sich im Kampf so schlägt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Er startet hier jetzt leider ein bisschen hinten. Wir sehen, er zieht sich jetzt aber nach vorne, und seine Attacke mit seiner Waffe an den Händen, finde ich, sieht auch relativ nice aus. Und dann noch dieser grüne Staub und dieses kurze Schild und was da immer eingeblendet wird. Also sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. Wie gesagt, ich finde, es passt gut zu den Grabesprosshelden, und ich hoffe, dass er auch, ja, stark sein wird. Und wenn wir schon bei Helden sind, dann würde ich sagen, bleiben wir direkt auch bei Helden und gehen rüber zu Mihira. Und es ist ja so, dass ein Skin für Mihira rausgekommen ist. Hier können wir einfach drauf drücken. Dann sehen wir hier die normale Mihira bzw. den Standard-Skin, wo ich sagen muss, Mihira sieht an sich einfach schon echt wirklich mega, mega, mega nice aus. Also wirklich ein hübscher Held. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf den Skin, und ich muss sagen, der Skin gefällt mir persönlich wirklich mega gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Skin so haltet. Ich finde wirklich, das ist eine 10 von 10. Wie gesagt, Mihira sieht normal schon krass aus. Ich finde, jetzt mit dem Skin sieht sie noch krasser aus, und das Geilste daran ist, dass wir den Skin dann auch in dem Sommer-Event, was dann kommen wird, auch, ja, kostenlos uns wahrscheinlich erspielen können, so wie es in den Patch Notes stand. Also freue ich mich da auf jeden Fall schon mega drauf. So Leute, und dann ist es ja tatsächlich so, dass mit den ganzen Glyphen und mit den Gravuren wurde es ja so gemacht, wenn wir auch dann nochmal bei den Helden bleiben wollen, ist, dass wir jetzt mit den dimensionalen Helden hier auf Gravieren drücken können. Ich habe das Ganze nämlich noch gar nicht gemacht auf dem Testserver, weil ich hier noch keinen einzigen Helden auf aufgestiegen Stern 1 hatte, der diese Fraktion besitzt. Jetzt ist zum Beispiel hier mein 1 der erste Held, und wir können hier auf jeden Fall schon mal sehen, dass wir hier das Ganze hochleveln können. Ich habe jetzt einfach mal alles in 1 reingepusht. Wir sehen jetzt, dass hier links und rechts noch weitere Slots frei werden. Das Ganze geht dann hier wahrscheinlich bis Level 20. Genau, wir sehen das immer, und ich denke mal, es ist so, dass wenn wir dann Level 20 erreicht haben, können wir dann hier immer weiter nach links und nach rechts gehen. Oder ja, beziehungsweise müssen wir das gar nicht haben. Also ich kenne mich damit halt jetzt leider nicht so gut aus. Es ist jetzt gerade das erste Mal, dass ich das mache, und ich denke mal, viele von euch sehen das jetzt auch eventuell das erste Mal, weil halt viele Leute sich beschwert haben, dass sie noch keinen himmlischen hatten, der aufgestiegen Stern 1 ist. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen schade, aber umso geiler, dass jetzt auf jeden Fall die dimensionalen Helden am Start sind. Hier ist auf jeden Fall jetzt mein 1, und den werde ich auf jeden Fall richtig pushen, also kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. 1 ist so schon krass, pusht ihn weiter, dann wird er noch krasser. Ist auf jeden Fall wirklich eine mega, mega geile Sache, dass jetzt auch hier die dimensionalen Helden am Start sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt weiter in die Gipfel der Zeit und dann einmal unter wandernden Ballon. Und zwar sehen wir, gibt es dann jetzt hier auch die Sandstrecke. Das Ganze können wir spielen, wenn wir Kapitel 2750 abgeschlossen haben und 60% von den schwarzen Wäldern, dann können wir das Ganze spielen. Und sobald die Sandstrecke dann auch verfügbar ist auf den Live-Servern, werde ich dann natürlich auch nochmal ein Video extra dazu machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal direkt zurück unter den Punkt Helden, weil viel wurde irgendwie unter diesem Punkt Helden angepasst. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf Beliebtheit gehen können, dann stand hier ja schon heiße Helden, beliebte Charakter-Items und beliebte Möbel, war ja immer alles dabei. Und neu dazu hingekommen sind Popular Formations. Ich denke mal, das Ganze wird auf jeden Fall noch auf Deutsch übersetzt. Hier, das ist von der Community, glaube ich, die bestgewähltesten Formationen für den Feldzug. Ja, einige Formationen kann ich nachvollziehen, einige jetzt zwar vielleicht nicht so. Das Ganze können wir uns dann für den Königsturm anschauen, also auch für jede einzelne Fraktion. Ich würde euch allerdings empfehlen, schaut euch mein Video dazu an, was ich vor ein paar Tagen mal hochgeladen habe. Ich kann euch das auch jetzt rechts nochmal in der Infocard verlinken. Für die Arena der Helden, also das heißt für PvP, können wir das Ganze uns auch nochmal anschauen. Und dann tatsächlich, was glaube ich cool ist für viele Leute von euch, dass sich das auch viele gewünscht haben, für das verdrehte Reich, also für alle einzelnen Bosse, für Eischimira, für Kane und so weiter. Also auf jeden Fall echt eine mega coole Sache an sich. Ja, wie gesagt, kann man auf jeden Fall reinschauen, macht man bestimmt nichts verkehrt, aber mit den ganzen Königsturm-Feldzug-Formationen kann ich euch auf jeden Fall nochmal mein Video ans Herzen legen. Sind auf jeden Fall meiner Meinung nach so die besten Formationen. Und wenn wir dann hier zurück auf den Feldzug gehen und unter Weltkarte klicken und dann hier einmal nach oben gehen,
dann haben wir auch hier Kapitel 44. Das wurde jetzt hinzugefügt. Denke ich mal, sind leider die wenigsten von uns bei Kapitel 44 oder 43. Deswegen interessiert das wahrscheinlich auch die wenigsten. Und das soll es dann auf jeden Fall gewesen sein von dem Video zu dem Update. Ist auf jeden Fall mega, mega geiles Update. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem neuen Helden haltet, wie ihr den Mihira-Skin findet und so weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, eventuell schon morgen, wenn das Event rauskommt. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Macht's gut, bis dahin und ciao.